Ich habe das Vorrecht, jetzt eine weitere Predigt zu halten. Wir haben ja einige schon gehört heute. Für manche sagt, reicht schon, ich bin fertig für heute. Ist gut, ja, für die anderen, vielleicht ist noch was dabei. Ich grüße euch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, unter euch sein zu dürfen. Komme gar nicht so weit her. Inzwischen wohnen wir in Walscheid. Und wer hier wohnt, weiß, was das ist. Der Rest der Welt hat keine Ahnung, aber das ist nicht so schlimm. Die verpassen viel. Ja, genau, da, wo der Agerbogen ist, da sind wir zu Hause. Wir können da fast hingucken. Genau, sehr schön. Wir sind hierher gezogen, weil wir den Ruf bekommen haben, in die Gemeinde Köln-Ostheim zu gehen. Dann fragt man sich, warum zieht man hierher? Aber ihr lebt ja auch hier. Also Köln-Ostheim oder hier? Also hier. Hier ist schön. Ja, wir freuen uns, die ganze Familie ist da. Ihr habt sie wahrscheinlich schon rumrennen sehen. Ein paar davon waren unsere. Meine Frau Magdalena, sie ist seit 19 Jahren an meiner Seite und wir freuen uns, gemeinsam den Dienst zu tun. Ja, wir waren sehr jung damals. Vielen Dank. Und da sitzt Daniel, unser Ältester, das ist unser Amerikaner, der kam während unserer Studienzeit in den USA zur Welt. Eine göttliche Überraschung, für die wir sehr, sehr dankbar sind. 8 Jahre Gebet, da sitzt die Erhörung. 5 Jahre später dann der Josia, den hat Gott länger gebraucht für, aber er ist gut geworden. Und dann, weil Gott gnädig ist, hat er uns eine Prinzessin geschenkt. Und das ist die Martha und die ist gerade mit meiner Mutter und sehr, sehr lieb und gehorsam. Genau, wir freuen uns, hier sein zu können. Wir sind tatsächlich jetzt zu Hause in der Gemeinde Köln-Ostheim. Ich darf dann der Musik und der Leitung mitdienen. Der Grund, warum wir hergezogen sind, hat mit dem Bibelseminar Bonn zu tun. Da bin ich nämlich Dozent seit einigen Jahren schon. Und so haben wir uns auch kennengelernt, Jakob und Willi. Mal zusammen haben wir über Musikdienste und Gottes Gedanken gesprochen. Und ich habe so ein paar Sätze heute von dir gehört, dachte ich mir, da haben wir mal drüber gesprochen. So, das ist schön, dass ich jetzt euch auch mal kennenlernen durfte. Damals war es mir nicht vergönnt, hier zu euch zu kommen. Es war auch alles Baustelle damals. Es ist sehr schön geworden. Ich freue mich für euch und mit euch, dass Gott hier so vieles tut und dass hier eine lebendige Gemeinde ist. Es bedeutet ja, mit Jesus zu gehen, ist immer wieder, und die PowerPoint kann jetzt eingeblendet werden, wenn ihr wollt, mit Jesus zu gehen bedeutet ja Nachfolge, das sagt man ja so, aber ich sage dieses Wort Nachfolge, ist für viele so ein, ja, was bedeutet das genau? Was ist das jetzt eigentlich? Und dann füllt man das unterschiedlich. Und ich dachte, vielleicht lernen wir mal heute von den ersten Nachfolgern, was Nachfolge sein kann, Glaubensschritte zu gehen. Denn als Jesus auf die Erde kam und irgendwann seinen öffentlichen Dienst anfing, scharte er eine Gruppe von 12 Jüngern um sich. Und im Johannesevangelium, im 1. Kapitel, begegnen uns 5 Personen, Johannes der Täufer, plus dann die ersten 4 Jünger, die dann in Kontakt kommen mit diesem Jesus. Das ist noch nicht der Ruf in die direkte Nachfolge, davon lesen wir Matthäus, Lukas und Markus, aber das ist der Grund, warum sie damals dann später Ja gesagt haben. Was waren die ersten Glaubensschritte der Jünger Jesu? Was können wir davon lernen für mich persönlich und für unsere Nachfolge als Christen? Und das Motto dieser ersten Schritte, das werden wir immer wieder sehen, Jesus sagt, komm und sieh. Kennen wir vielleicht, komm und sieh. Aber die Reihenfolge hat eine große Bedeutung. Nicht sieh und dann entscheide, ob du kommst, sondern entscheide zu kommen. Und dann erst wirst du in der Lage sein zu sehen. Das macht das ja zum Glaubensschritt, nicht wahr? Eine Frage an alle, auch Kinder dürfen mitmachen, Glaubenshelden. Wisst ihr, was das ist? Wer das ist, so ein Glaubensheld? Fliegen die mit der Bibel, dann hat so ein Cape durch die Welt? Ne? Kämpfen gegen das Böse? Helm des Heils? Nee? Glaubenshelden. Was für ein Glaubensheld ist, was ist für euch ein Glaubensheld? Kennt ihr vielleicht eine Person, einen Namen, jemanden, den ihr beschreiben könntet? Denkt mal an jemanden. Daniel, genau, mein Sohn heißt so. Du meinst bestimmt den, wo nachher benannt wurde. Ja, genau, der Prophet Daniel, der trotz der Widerstände und dem äußeren Druck und auch Gefahr für sein Leben an Gott festgehalten. Ein Glaubensheld. Josef, der aus Bibel, Hiob, der trotz alles Leids nicht fest losgelassen hat. Gehen wir mal aus der Bibelgeschichte raus. Gibt es da vielleicht noch Glaubenshelden oder sind danach alle ausgestorben? Gibt es noch welche? Hudson Taylor, ja, China-Inland-Missionar. Missverstanden von allen seinen Leuten, warum ziehst du dich an wie ein Chinese? Aber er hat die Chinesen erreicht mit dem Evangelium. Da selbst sehr viel mit Krankheit zu tun gehabt und Depressionen und so weiter. Der hat diesen Spruch gesagt, wenn Gott was tut, ist es erst unmöglich, dann schwer und dann erledigt. Das kommt von ihm.
Also schaut dieses Haus an. Also erst unmöglich, dann schwer und dann fertig. Ja, und so, das ist Glaubenszelt, jawohl. Vielleicht persönlich kennt ihr doch, manchmal leben die sogar noch, die Glaubenszelten, nicht wahr? Und jetzt überlegt mal den zweiten Schritt. Diese Glaubenszelten in eurem Kopf, was unterscheidet dich von ihnen? Waren die jetzt besonders trainiert? Ja? Besonders begabt? Besonders voll des Geistes? Waren es einfach ganz andere Leute? Natürlich, Gott hat was mit ihnen vor, deswegen haben wir die Geschichten und nicht jeder wird eine Biografie haben wie ein Hudson Taylor. Aber was ist es wirklich, das dich von dieser Person unterscheidet? Und vielleicht ist das gar nicht so ein großer Unterschied und es fehlt nur diese eine Sache. Und ich möchte das jetzt mal einfach vorschlagen. Glaubenshelden sind Menschen, die es gewagt haben, den Glaubensschritt zu gehen. Und mehr nicht. Was danach kam, komm und sieh, was danach kam, das wussten sie nicht. Die hatten ja nicht vor, Glaubenshelden zu werden. Sie haben einfach irgendwo entschieden, ich mache einen Schritt im Glauben. Und das ist der Unterschied zwischen sehr vielen, die solche Geschichten nicht erzählen können, die diese Erfahrung mit Gott nicht haben können und die vielleicht diese innere Sehnsucht haben, aber nicht wissen, wie packe ich das an? Traue ich mich das? Will ich das wirklich? Und das ist die Herausforderung und die Ermutigung für heute, dass wir Menschen, dass wir als Nachfolger Christi Glaubensschritte wagen und dann Gott überlassen, was wir sehen werden. Komm und sieh. Die Nachfolge Christi hat ein Muster. Sie lebt vom Glaubensvorschuss. Sie lebt davon, dass wir Vertrauen hineinlegen. So hat dein Weg mit Christus ja begonnen, nicht wahr? Irgendwann hast du von Jesus gehört und dass er Sünden vergibt und dass er dich neu macht, zum Gotteskind macht und hast du gesagt, okay, hier sitzt meine Schuld, ich vertraue dir das mal an, ich spreche das vor dir aus. Und dann hat was Jesus gemacht? Er hat sie tatsächlich vergeben. Er hat tatsächlich dich neu gemacht. Du hast ein neues Leben bekommen. Das Vertrauen und dann kam das Schauen. Warum sollte Nachfolge anders sein als der erste Schritt in die Nachfolge? Und das werden wir jetzt genau sehen. Ich lade euch ein, mit mir gemeinsam aus Johannes 1 zu lesen. Das ist die Geschichte, nachdem der Täufer Jesus getauft hat. Und dann, was der Johannes der Täufer über Jesus sagte. Wir sind quasi jetzt eigentlich irgendwo in der Wüste und dann ziehen wir aber um in die Nähe, wo Petrus wohnt. Und jetzt steigen wir ein im Vers 35. Ihr dürft gerne mitlesen. Es ist immer sehr wichtig, dass ihr selber nachguckt, ob das, was ich hier vorne sage, auch so ist, was da im Wort steht. Ja? Nur das zählt wirklich. Die Autorität kommt von da, nicht von hier. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da, nicht ich, sondern der Täufer, und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Das hören die nicht zum ersten Mal, hat er vorher schon gesagt, am Tag davor. Jetzt sagt er es nochmal. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie sagen aber zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, Ehrentitel, wo hältst du dich auf? Und er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Da kommt es vor. Sie kamen nun und sie sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Und dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon, spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt heißt Christus, der Gesalbte, die Hoffnung Israels. Und er führte ihn zu Jesus. Er kam, Jesus blickt ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein oder auf Griechisch Petrus. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Und Philippus war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und des Petrus. Und Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben ist und die Propheten Jesus, der Sohn des Josef von Nazareth. Zählen wir mit, wie viele haben wir jetzt schon? Vier, ne? Jetzt kommt der fünfte. Nathanael spricht zu ihm, aus Nazareth kann etwas Gutes kommen und Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Nathanael spricht zu ihm, und dann Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael, ein bisschen verdutzt, spricht zu ihm, woher kennst du mich? Und Jesus antwortete zu ihm und sprach,
Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, da sah ich dich schon. Nathanael antwortete und sprach: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du? Du dachtest, du hast gesehen, deswegen bist du gekommen. Jesus dreht das um und sagt: Du wirst viel Größeres sehen. Du bist gekommen, um zu sehen. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, du wirst, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Das sind die vier Komm- und Sieh-Geschichten, die Johannes uns hier vorstellt. Und das sind Menschen, die auf verschiedene Weise zu Jesus kommen. Und das ist die erste, so eine Unterlektion. Wie kommen Menschen in Kontakt zu Jesus? Wie bist du gekommen? Jeder von ihnen ist komplett unterschiedlich zu Jesus gekommen. Das passiert heute noch so. Aber alle mussten diesen Glaubensschritt machen. Sie mussten kommen. Und was haben sie gesehen? Was war das Wesen ihres Glaubensschrittes? Und da wollen wir jetzt hineinschauen. Wir sehen zuerst einmal den Andreas. Andreas und noch ein anderer Junge, der uns gar nicht genannt wird. Interessanterweise wissen wir nicht, wie er heißt. Aber wir wissen von Andreas. Aber von Andreas wissen wir nur, weil er Petrus gebracht hat. Und Petrus ist ja der Wichtige. Deswegen wird Andreas benannt. Kann man so sehen, nicht wahr? Das ist für Historik ganz wichtig. Aber ich glaube, Andreas wird uns auch genannt, weil er immer jemand ist, der Leute zu Jesus bringt. Wenn sein Name auftaucht, bringt er jemand zu Jesus. Das war so sein Ding. Voll gut, nicht wahr? Übrigens, das ist eigentlich jeder von uns, nicht wahr? Andreas bedeutet Mensch. Jeder von uns ist Mensch. Jeder von uns kann jeden Menschen zu Jesus bringen. Wenn du nicht predigen kannst, wenn du nicht argumentieren kannst, wenn du nicht viele Bibelverse auswendig kannst, Menschen zu Jesus einladen, kann jeder. Bringen sie zu demjenigen, der von Jesus erzählt. Bringen sie zum Gottesdienst auf eine Evangelisation, sei Andreas. Genau das war Andreas. Der hat nicht gepredigt, aber der hat zu Jesus gebracht. Und dann hat er gestaunt, was Jesus alles machte. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger und die hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht ja, siehe das Lamm Gottes. Und es ist das Zeugnis von Johannes. Siehe das Lamm Gottes. Das macht die Jünger auf Jesus aufmerksam, seine eigenen Jünger. Wenden sich von ihrem jetzigen Meister ab. Und es ist die erste Frucht, die erste wahre Frucht von dem Werk von dem Propheten Johannes, der ja der Wegbereiter sein sollte. Und sie folgten Jesus nach. Sie hörten und sie folgten. Wir sehen hier den Mechanismus. Das waren Menschen, Andreas und der andere Jünger, die waren schon in der Gemeinde. Die waren schon bei Johannes. Die waren ja schon an dem frommsten Ort, wo man sein konnte. Die haben ja gehört. Aber sie mussten irgendwann den Weg auf Jesus gehen. Und sagen, okay, ich verstehe die Botschaft. Es gab nämlich Jünger, die sind bei Johannes geblieben. Die sind immer zur Gemeinde, die gehörten dazu. Ja, das war da, aber die haben nie den Schritt auf Jesus zugemacht. Gibt es in der Gemeinde auch Leute, die kommen und kommen und kommen und kommen und kommen. Und irgendwie dieses Hingabegebet zu Christus, wirkliche Nachfolge, passiert nicht. Der Glaubensschritt auf Jesus. Andreas musste sich bewusst entscheiden. Und dieses Folgen ihm nach ist nicht einfach nur ein Hinterherlaufen, das Wort, das hier steht. Und sie folgten ihm nach. Das ist nicht einfach nur Hinterherlaufen, sondern das deutet an in der Sprache, sie waren bereit, ihren Meister zu ändern. Na? Sie folgten nach und sie fragten, Jesus sagt dann, was wollt ihr eigentlich? Was sucht ihr denn hier eigentlich hier? Eine interessante Frage. Er wendet sich um und sagt, was sucht ihr? Sie sagen zu ihm, Rabbi, wo hältst du dich auf? Mit anderen Worten, sei du unser Lehrer, wir wollen dich kennenlernen. Wo bist du? Wir wollen sehen, wie du bist. Und sie kamen und sahen und blieben bei ihm. Und das änderte ihr Leben. Diese Begegnung, dieser Nachmittag mit Jesus, war die Veränderung für ihr ganzes Leben. Jesus stellt diese Frage, was sucht ihr immer wieder in der Bibel? Was sucht ihr? Und immer wenn Jesus das stellt, dann will er selbst etwas über sich selbst preisgeben. Aber er fragt erstmal, okay, was suchst du eigentlich? Und dann findest du, wer er wirklich ist. Und sie haben einfach einen neuen Rabbi gesucht. Was haben sie gefunden? Den Messias. Das ist interessant. Rabbi, wer bist du? Ich will dich sehen. Und später sagt Andreas, wir haben den Messias gefunden. Er hat was verstanden über Jesus. Was suchst du in deinem Leben? Was suchst du bei Jesus? Was willst du von ihm? Jesus möchte von dir hören, was du auf dem Herzen hast. Was möchtest du wirklich mit deinem Leben? Jedes Mal, wenn Jesus dir die Frage stellt, was suchst du, fragt er dich danach, was bewegt dich? Worum geht es dir wirklich?
Wenn du dann sagst, Herr, ich möchte mehr von dir verstehen, dann lädt er dich ein. Bleib bei mir, komm und du wirst sehen. Kommt und ihr werdet sehen. Und was haben die Menschen, die zwei Jünger dort gesehen? Sie sehen einen neuen Meister. Sie sehen einen neuen Herrn. Sie sehen eine neue Ausrichtung. Das ist der erste Glaubensschritt. Ich glaube, das ist der wichtigste Glaubensschritt. Damit beginnt es alles. Vertraue einem neuen Meister. Welche Meister haben wir heutzutage in unserem Leben? Ich meine jetzt nicht Industriemeister oder irgendwelche Handwerksmeister oder irgendwelche Chefs oder sowas, sondern Thron des Herzensbesetzer. Wer sitzt bei dir und sagt, wo es lang geht? Wer bestimmt den Alltag? Wer bestimmt die Entscheidungen, die Prioritäten? Worauf setzt du deine Hoffnung, deine Ziele? Was ist bei dir das Zentrum? Wer ist bei dir der Meister? Und Jesus sagt, es beginnt damit, dass du mich auf den Thron deines Herzens setzt. Das ist der erste große Glaubensschritt. Es gibt keinen Glaubenshelden, der Jesus nicht auf dem Thron hat. Es geht gar nicht. Also das ist das Erste. Und wir sehen hier bei Andreas, er musste verstehen. Ja, Johannes und Gemeinde und das ist alles richtig. Aber ich muss persönlich Jesus als meinen Meister annehmen. Und das ist der größte und wichtigste Glaubensschritt, zu dem jeder eingeladen ist, auch heute. Folge einem neuen Meister. Andreas verändert sich sofort. Und wir lesen von ihm, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien. Und er findet seinen Bruder und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das ist übersetzt Christus. Er war also der Erste, Andreas, in einer langen Tradition von Nachfolgern, die durch persönliches Zeugnis von Bruder zu Bruder, von Freund zu Freund, durch persönliche Evangelisation Menschen zu Jesus führten. Das erste war Verkündigung, so kam Andreas zum Glauben. Aber Petrus kam durch eine persönliche Beziehung zum Glauben. Sein Bruder aus dem engsten Verwandtenkreis. Und ja, das ist ein großes Zeugnis. Und was sehen wir? Und er führte ihn zu Jesus und jetzt beginnt sofort Jesus zu handeln. Man muss sich das vorstellen, dann kommt der Petrus und wird konfrontiert mit so einem Satz. Du bist Simon, aber du wirst Kephas heißen. Ich weiß nicht, wie viel Petrus damit anfangen konnte, aber so wie ich den einschätze, war das ihm egal. Der hat sich nicht anmerken lassen. Er fand das einfach cool, dass er Stein heißt. oder so, weiß ich nicht. Ich meine, das wird uns nicht gesagt, wie er darauf reagiert hat. Aber was hier wirklich passiert ist, dieser Kephas sagt, okay, ich folge jetzt aufgrund dessen, was du mir von Jesus sagst. Na, so ein bisschen was hört er schon. Und dann kommt er und dann kriegt er etwas komplett Neues gesagt. Du bist nicht Simon, du bist Stein. Ich habe was mit dir vor. Ich gebe dir eine neue Identität. Namen in der Bibel, das verstehen wir, sind nicht einfach nur Bezeichnungen, damit man einander unterscheiden kann. Das ist Auftrag, das ist Charakter, das ist Identität. Und wenn Gott jemanden einen neuen Namen gibt, dann war das nicht einfach nur eine Namensänderung, weil der alte so schlecht war, sondern hier ändert sich was Grundsätzliches. Jakob wird zu Israel, Abraham wird zu Abraham und später wird dann Saul zu Paulus. Und jetzt hier wird Simon von Gott selbst zu einem Petrus. Wir sehen hier, dass er eine neue Identität bekommt. Du wirst Kephas heißen. Johannes blickte auf Jesus und sagt, das Lamm Gottes. Jesus blickt auf Simon und sagt, du bist Kephas. Das ist der geistliche Blick, um Gottes Plan zu bezeichnen. Jesus ist nicht das Lamm Gottes, weil das so ein tolles Tier ist, sondern weil das sein Auftrag ist. Simon ist nicht Petrus, weil das so ein toller Name ist, sondern weil das sein Auftrag ist. Und so ist der Glaubensschritt, den Petrus hier auf Jesus zugeht, verbunden mit einem kompletten neuen Selbstverständnis. Er ändert den Blick auf sich selbst. Ich bin nicht mehr Simon der Fischer, ich bin Petrus der Menschenfischer. Und das wird dir geschehen. Wenn du einen Glaubensschritt auf Jesus zumachst, kann es passieren, wird es passieren, dass du eine neue Identität zugesprochen bekommst. Du wirst ein anderer Mensch. Und nicht nur äußerlich, sondern von Grund auf. Du darfst anders über dich denken. Du darfst anders von dir reden. Geliebter von Gott, Sohn, Tochter Gottes, Zugehörigkeit, geliebt, angenommen, wertgeschätzt, mit einem neuen Sinn erfüllt. Und das ist ein Glaubensschritt, den man gehen darf. Dass man die Storys, die man über sich selbst erzählt hat, die andere über einen erzählt haben, bevor man Jesus getroffen hat, darf man alle als Lüge entlarven.
Denn es gibt eine neue Identität für dich. Und vielleicht brauchst du das gerade heute, dass Jesus dir zuspricht. Du bist geliebt, du bist geheiligt, du bist gewollt. Ich gebe dir einen neuen Namen. Der Glaubensschritt ist, das anzunehmen. Uns wird viel gesagt, aber wem glauben wir? Glaube dem, der dich gemacht hat. Glaube dem, der für dich gestorben ist und auferstanden ist. Glaube, was er über dich sagt. Und finde da drin eine neue Identität. Jesus verändert den Menschen, damit er ihn in seinem Reich gebrauchen kann. Es ist eine neue Aufgabe. Er sagt zu Petrus in dem Sinne einfach, du wirst viel mehr sein, als du jemals glaubst, dass du bist. Aber überlass das mir. Der dritte Glaubensschritt, den er erkennt, ist in der Geschichte von Philippus. Philippus, wir lesen davon in Vers 43, am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und Jesus findet Philippus. Der ist nicht über ihn gestolpert, der ist ihm nachgegangen, der hat ihn gesucht. Er findet Philippus, das ist das gleiche Wort, Andreas findet zuerst Petrus, ja? Das war ja nicht, oh Petrus, Moment mal, mir fällt gerade was ein, was war noch gerade eben, sondern nein, Petrus, ich muss dir was sagen. Jetzt ist Jesus, der Sohn Gottes selbst, auf der Suche nach Philippus. Da ist kein Mensch mehr dabei. Und manche von uns kommen zu Christus, weil Jesus selbst kommt. Vielleicht gibt es die Möglichkeiten nicht. Vielleicht bist du in einem Land, wo es die Bibel nicht gibt. Vielleicht bist du in einer Welt, wo du von Gemeinde verbrannt bist, was immer. Es gibt ja alles mögliche Gründe, warum man auf einmal taub wird für das Evangelium und dann kann Jesus selbst reinkommen. Ich habe eine Geschichte in unserer Umgebung, wo eine junge Frau zu dem Punkt kam, wo sie einfach merkte, ich bin leer, ich kann nichts meinen Kindern geben. Und dann spricht Jesus ihr, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, ins Herz. Und sie weiß gar nicht, wo das steht, was das ist. Aber sie erkennt Jesus. Sie bekehrt sich aufgrund von dieser Vision an Jesus und er vergibt ihr alle Schuld. Und wunderbar. Aber mit der Bibel will sie nichts zu tun haben, weil das hat ja die Kirche erfunden. Bis Jesus ihr dann nochmal gesagt hat, das kannst du schon lesen, habe ich geschrieben, alles gut. Das gibt's. Und das war Ostdeutschland, das war nicht irgendwo. Das ist hier bei uns, das sind Geschichten unter uns. Jesus findet Philippus und ruft ihn selbst in seine Nachfolge. Er macht ihn auf, um ihn zu begegnen. Bis hat er Jünger empfangen von Zeugnissen, das Verkündigung, persönliches Zeugnis. Hier wird Jesus selbst aktiv. Er geht den Menschen manchmal nach. Und Philippus ist von dieser kurzen Beschreibung, viel mehr wird uns gar nicht gesagt, er findet ihn und sagt, folgt mir nach. Philippus sagt gar nichts. Der dreht sich auf der Hacke um und hat sofort kapiert, was das bedeutet. Die Tatsache, dass Jesus ihn gefunden hat, dass Jesus ihn gesucht hat, hat ihn so angezündet, dass er eine neue Leidenschaft hat. Und er geht sofort los, er findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden und er beginnt seinem Freund davon zu erzählen. Und das ist dieses, ja, frisch bekehrt, boom, allen erzählen. Das ist eine neue Leidenschaft. Er hat, ja, und sagt, komm und sieh. Der Nathanael ist natürlich ein Theologe, über den erzählen wir gleich. Und er beginnt da zu diskutieren. Und der Philippus weiß nicht, was soll er jetzt sagen? Nazareth, ist das eine gute Stadt, ist das eine schlechte Stadt? Da kommt er halt her, aber ich habe ihn erlebt. Und weißt du was? Komm und sieh selbst. Ich bringe dich mal zu Jesus und dann wirst du schon selber deine Meinung bilden können. Der hat nicht angefangen, Theologie zu studieren, bevor er angefangen hat, Zeugnis zu geben. Er wusste, was er erlebt hat, wer Jesus ist und er wusste, wo Jesus zu finden ist. Da hat er ihn hingebracht. Das ist Philippus und er hat eine neue Leidenschaft. Er ist sofort angesteckt worden von dem Kern, warum Christus auf die Welt gekommen ist. Christus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er hat ihn gesucht, ihn gerettet, der verloren war. Was macht Philippus? Ich mache das Gleiche. Das ist mein Job, angezündet für das Evangelium. Und wenn es Menschen unter uns gibt, die frisch bekehrt sind, noch so richtig einen Antrieb haben, so ein bisschen für Unruhe sorgen manchmal, kennt ihr die vielleicht? Ja? Wo man sagt, das ist ein bisschen unbequem, der schubst mich immer so aus meiner Kuscheldecke Jesus-Hauskreisgemeinschaft raus. Warum soll ich jetzt dann noch und so weiter? Das ist gut. Man muss ihnen natürlich helfen, die Liebe und die Gnade noch zu lernen, aber diese Energie, die ein Mensch hat, der gerade Jesus gefunden hat, das ist so wertvoll. Das ist irgendwo Philippus. Ich sehe was bei ihm. Und er geht sofort zu diesem Nathanael und er findet und er schließt sich an in die Mission Gottes. Und das ist ein Glaubensschritt. Der Glaubensschritt bedeutet, wenn ich sage, Jesus ist mein Herr, dann hat natürlich sein Auftrag und sein Wille in dieser Welt Priorität. Dann frage ich mich nicht, wer soll das denn machen, sondern dann frage ich, was hat das mit mir zu tun? Das wird nicht mit Philippus das Gleiche sein wie bei dir, aber das hat was mit uns zu tun, mit jedem von uns zu tun.
Und das ist ein Glaubensschritt, zu sagen, okay, ich möchte zuallererst das hier in der Welt tun, wozu Gott mich hier wollte. Da muss man nicht lange raten. Wir sind noch hier, nicht weil Gott es so schön findet, dass es Gemeinde auf der Erde gibt, und er freut sich an der Vollkommenheit unserer Gemeinschaft. Die Vollkommenheit der Gemeinschaft, die kommt noch, die hat er mit den Engeln. Er freut sich auch nicht über unsere Lieder, so schön die auch sind, den perfekten Gesang hat er schon im Himmel. Der freut sich über uns, weil wir hier die Hände und Füße und das Wort und die Begegnung mit Jesus, der für die Welt sind. An uns sollen sie erkennen, wer Jesus ist. Wir sind seine Botschafter. Und wenn wir das für uns verinnerlichen, und dann können wir auch einen Teil von diesem Feuer fangen, das Philippus angezündet hat. Ja, nicht jeder von uns wird direkt von Jesus so berührt, aber Jesus spricht zu jedem von uns immer und immer wieder. Und er sucht auch nach dir, wenn du noch sitzt und hoffst, dass jemand anders für dich die Arbeit im Reich Gottes macht. Finde deinen Platz. Und das ist ein Glaubensschritt. Warum? Weil es kostet. Weil du nicht weißt, wirst du angenommen? Wird das klappen? Was wird das für mich bedeuten? Da sind so viele Unsicherheiten drin. Und viel zu oft, gerade bei dieser Mission, dann wollen wir erstmal alles klar haben. Und dann können wir vielleicht entscheiden, rational, ob wir gehen oder nicht. Und dann haben wir dieses junge Ehepaar, das mit zwei kleinen Kindern nach Papua-Neuguinea ausreist. Und wir denken, wie machst ihr das? Hallo? Ist ja völlig unvernünftig. Wirtschaftlicher Totalschaden. Ihr werdet davon nie wieder zurückkommen. Ihr habt euer Haus verkauft, eure Sachen verkauft und jetzt mit den Kindern in ein Land mit schlechter Versorgung. Seid ihr verrückt? Ihr müsst erst mal klar machen. Na? Und das ist schon natürlich, ne? Gerade wir haben ganz viele Gründe, etwas nicht zu tun. Aber Jesus sagt, komm, und dann wirst du schon sehen. Und jetzt habe ich vor kurzem mit so einem, ich habe natürlich jemanden vor Augen, als ich das jetzt so erzähle, und vor kurzem mit denen ganz kurz gesprochen, die Augen hättet ihr sehen sollen. Sie ist jetzt drei Monate krank gewesen, kam gerade raus, konnte stehen, ein Strahlen wie ein Engel. Er leidet an einem Fußleiden, seitdem er dort ist, heilt sein Fuß nicht. Ein junger Mann, ja, und so froh, dass er da sein kann und sich auf die Mission vorbereiten kann. Also, die sehen gerade etwas, was wir nicht hätten träumen können. Du weißt nicht, was auf der anderen Seite der Mission ist. Du weißt nicht, was auf der anderen Seite deines Einsatzes ist. Deswegen ist es ein Glaubensschritt. Aber dann lest doch die Glaubenshelden. Und was unterscheidet dich von denen? Ist dieser eine Schritt, nicht wahr? Ist das Vertrauen in Jesus. Das Vertrauen in Jesus. Übrigens, später nochmal haben wir immer wieder diese Komm-und-Sieh-Situationen, nicht wahr? Sturm, Jünger alleine, Jesus auf dem Wasser kennen wir, ja? Ne? Und dann sagt Petrus, darf ich zu dir kommen? Ja, komm, wirst schon sehen, was passiert. Ne? Hat er gesehen, was passiert ist. Na, jetzt ist hier ist Petrus auf dem, dann bleiben wir mal kurz auf Pause. Steht jetzt also auf dem Wasser, Jesus, Boot, Sturm. Er steht noch. Ja? Der Unglaube kommt ja noch gleich. Aber jetzt in dem Moment, ganz ehrlich, so von Deutscher zu Deutscher, von Russlanddeutscher zu Russlanddeutscher. Wo war der sicherste Ort in dem Moment auf der Welt? Boot? Oder bei Jesus? Oder beim Boot? Oder bei Jesus? Beim Schöpfer der Welt? Oder bei dem, was wir selbst gemacht haben? Da, wo wir im Selbstvertrauen sitzen oder da, wo wir im Gottesvertrauen stehen? Wo ist der sicherste Ort? Bei Jesus kannst du ja nicht untergehen. Da kannst du sogar auf Wasser stehen. Unvernünftig, nicht wahr? Aber das siehst du erst, wenn du gekommen bist. Ja, und seit wann ist Gottvertrauen das größere Risiko? Das ist die Einladung zum Glaubensschritt. Das ist die Einladung, so wie Philippus, auf der Hacke umzudrehen und loszugehen. Der findet Nathanael, über ihn möchte ich noch kurz was sagen. Der ist so ein bisschen verkopft, ne? Da steht ein bisschen mehr da drin. Der spricht zu ihm, woher kennst du mich, die ganze Geschichte. Ja, und dann sagt Jesus zu ihm, ich habe dich schon gesehen, da warst du noch unterm Feigenbaum. Also das war wohl geografisch nicht möglich, dass er ihn hätte gesehen können. An dieser Antwort erkennt Nathanael, dass das ein Prophet ist. Und von dem allem, was er schon über ihn gehört hat, musste er nicht nur der Prophet sein, sondern Sohn Gottes sein. Was für ein Zeugnis. Übrigens geht es ja Johannes dem Evangelisten darum, dass er sagt, Jesus ist Gottes Sohn. Ja, und hier ist der Erste, der das wirklich ausspricht. Ja, der Nathanael, der so zweifelt erstmal und sagt, du bist König von Israel, Sohn Gottes, gibt ihm alle möglichen Titel, da könnte man eine Bibelarbeit drüber machen. Aber was hier passiert, ist Folgendes. Nathanael ist ein sehr geistlich denkender Mensch, der ist offen für diese Dinge. Deswegen kommt er auch durch diese
theologische Argumentation von Jesus apologetisch zum Glauben. Ja? Das war jemand, mit dem konntest du wirklich durch Argumente zu einem Ergebnis kommen, auf diese Weise. Wir würden heute anders diskutieren als mit Nathanael, aber er war ja auch ein anderer Mensch, auch in einem anderen Kontext. Und er war Israelit und erlebt bei Jesus ein Wunder. Und an diesem Wunder erkennt er, dass das wohl der Sohn Gottes sein muss. Also sieht er ein Wunder und kommt. Das ist jetzt die Reihenfolge für Nathanael. Ich habe gesehen, was du kannst, also komme ich. Du hast mich überzeugt. Ich habe verstanden, also komme ich. Du hast alle meine Gegenargumente abgehakt, also komme ich. Wie, ist das der erste, ein Sie und Komm? Also andersrum? Ja, für manchen geht Gott den Weg, bis man irgendwann mal dann verstanden hat und keine Argumente mehr hat dagegen. Dann muss man sich irgendwie dann doch, okay, das einzig Logische ist jetzt, Jesus nachzufolgen. Gibt es ja Zeugnisse auch für sowas. Und ihm sagt er, du hast gesagt, du folgst mir nach, weil du gesehen hast, weil ich das gesagt habe. Ne? Mit den Worten, du denkst, du hast schon gesehen, deswegen kommst du. Und ihm sagt er, Jesus antwortet, weil ich sagte, dass du unter dem Feigenbaum bist, glaubst du? Du wirst Größeres als dies sehen. Das war noch gar nichts. Also was du bis jetzt mit Jesus erlebt hast, so wunderbar und groß das noch ist, ist doch nicht der Limit. Und dann müssen wir den Rest unseres Lebens von den vergangenen Erlebnissen leben. Ja, das eine Wunder, das er gemacht hat, preist den Herrn. Oder dieses eine Erkenntnis, die wir gehabt haben, preist den Herrn. Oder dieses eine Führung, die wir erlebt haben, preist den Herrn. 25 Jahre lang müssen wir jetzt davon zehren, wie eine Lunchbox, die irgendwann, ja gut, aber ich hatte das ja. Ne? Du hast noch gar nicht gesehen, was dort ist. Aber auch dazu ist der Glaubensschritt notwendig. Und zwar der Glaubensschritt der Zukunft. Er sagt, ihr werdet sehen. Und dann gibt es da eine Vision. Und das ist wie eine Bibelarbeit, wo er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, den Himmel geöffnet sehen und ihr werdet den Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Das erinnert so ein bisschen an Jakob und die Himmelsleiter. Aber nicht ganz, weil hier keine Leiter ist. Und hier ist es andersrum, weil da war nämlich der Gott oben und die Engel gingen runter. Jetzt ist Gott unten, die Engel kommen. Also da kann man noch viel rausholen und das auslegen, was Jesus ihnen jetzt sagt. Ich glaube, Nathanael war der Einzige, der ein bisschen was damit anfangen konnte. Petrus sagt, nee, Fischer, ne? Das ist keine Fische kommen vor. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Deswegen, Johannes packt das hier rein, um uns zu zeigen, du hast doch keine Ahnung. Selbst wenn Jesus dir das jetzt erklären würde, würdest du es nicht verstehen. Gott sei Dank sagt uns Jesus nicht, was er mit uns noch vorhat. Wir würden jetzt schon vergehen vor Angst. Ja, aber wenn wir zurückschauen, sehen wir, wie er uns geführt hat. Aber das ist genau der Glaubensschritt. Ein Nachfolger, ein Glaubensheld, jemand, der wirklich Nachfolge verstanden hat, sagt, Jesus, die Zukunft, meine Zukunft ist in deiner Hand. Das geht aber nur, wenn wir den ersten Glaubensschritt gemacht haben. Wenn wir gesagt haben, ja, Jesus, du bist Herr in meinem Leben. Dann gebe ich dir auch meine Zukunft. Das geht auch nur dann, wenn wir den zweiten Glaubensschritt gemacht haben. Und der zweite Glaubensschritt, wenn ihr euch erinnert, war, dass wir das annehmen, wie Jesus uns sieht. Ja? Ich bin geliebt von Gott. Gott meint es gut mit mir. Das muss man erstmal angenommen haben. Und wenn man Gottes seine Zukunft anvertraut, macht das nur Sinn, wenn man in seiner Mission ist, weil es ist ja seine Aufgabe. Also nochmal kurz zusammengefasst. Für dich persönlich. Es sind vier Glaubensschritte, über die ich gesprochen habe. Ich weiß nicht, welcher für dich gerade dran ist. Ich weiß, welcher für mich gerade dran ist. Und da werde ich gleich den Herrn auch noch im Gebet darum bitten, mir zu helfen, diesen Schritt zu gehen. Aber Glaubensschritte sind eine ganz, ganz... warum sind die so schwierig? Ich versuche das nochmal abschließend zu illustrieren. Ist jemand Mediziner irgendwie, Physiotherapeut? Ja. Wenn ich jetzt was totalen Unfug erzähle, darfst du es gerne nachher korrigieren schriftlich. Ja? Aber so wie ich einen Schritt verstanden habe, ist Folgendes. Wir stehen ja und der Körper versucht uns in der absoluten Balance zu halten, Stillstand. Ne? Man will ja nicht zu viele Muskeln gebrauchen und so weiter. Wenn ich jetzt einen Schritt gehen will, dann muss ich mich absichtlich aus der Balance bringen. Und wenn ich keinen Schritt mache und da kein Boden ist, der mich trägt, dann liege ich ganz schön lächerlich auf der Nase. Und oft fällt es uns schwer, uns aus der Balance zu bringen, ohne zu wissen, ob da ein Boden ist. Deswegen ist es ein Glaubensschritt. Aber wenn wir wissen, wer uns darum bittet, über diesen großen Gott haben wir gesungen, über diesen großen Gott haben wir geredet,
wenn wir eigentlich wissen, wer uns darum bittet und worauf wir hinzusteuern, dann weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, singen wir in einem schönen Lied. Und dann können wir auch immer wieder diesen Glaubensschritt machen und selbst aus unserem schönen Gleichgewicht bringen, im Vertrauen, dass da ein Schritt kommt, der Boden hat. Und Gott segne uns dabei, bei jedem Glaubensschritt, den Gott für uns hat. Und damit das nicht einfach nur eine schöne Predigt über eine Geschichte ist oder etwas persönlich mit dir zu tun hat, würde ich dich jetzt einfach einladen, in der Stille vor dem Herrn diese Schritte mal anzuschauen und ihn zu bitten, zu zeigen, was ist denn mein nächster Schritt? Welchen Glaubensschritt erwartest du von mir? Hilf mir, ihn auch in deiner Kraft zu tun. Und ich lasse jetzt jeden in der Stille beten und dann schließe ich diese stille Gebetsgemeinschaft auch ab. Nehmen wir uns 1-2 Minuten Zeit dafür. Lass uns beten.